abgestürztes Shuttle. Ist aber schon auffällig groß hier. Also die Rauchschwade. Okay, seltsam. Titan. Mehr gibt's hier nicht. Ja, auffällig große Rauchschwade, aber ansonsten gibt's hier nichts. So, Sender platzieren, Empfänger auf EOS aufstellen, den ersten seismischen Hammer platzieren. Ich glaube, den Sender platzieren wäre das nächste. Dass wir keine Zeit haben, schwimmen zu gehen. Ich frage mich, wie EOS wohl bei Regen aussieht. Wenn wir unseren Job machen, wird das irgendwann jemand erleben. Stellen Sie sich mal vor, wie es wäre, eine Arschbombe in dieses Wasser zu machen. Kurz gucken, ob hier irgendwo was ist, das man scannen kann. Tatsächlich ist hier was, das man scannen kann. Nee, doch nicht. Ich dachte. Gute Arbeit. Ein Cat-Außenposten ohne Cat. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbau-Interface Mineralien extrahieren. Verdammt. Ich dachte wirklich, da ging es hoch. Sie ist praktisch von überall zu sehen. Ich muss doch irgendwie hochkommen können, oder? Wo muss ich denn hin? Da. Sender platzieren und da muss ich auch den Empfänger auf EOS aufstellen. Das heißt, ich muss da irgendwie hochkommen. Wie komme ich denn da hoch? Also eigentlich wäre das ja der logische Weg, oder? Echt total sinnlos, da jetzt ein Ding aufzustellen, aber was soll's. Nicht runter wieder, du... Komme ich da hoch? Muss ja irgendwie hochfahren? Hier vielleicht?
Ich meine, klar, jetzt bin ich hier oben, aber ist eigentlich da hoch, oder? Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. So ganz schlau werde ich nicht daraus. Ach, ich muss gar nicht da hoch, ich muss da vorne, aber da werde ich trotzdem nicht schlau draus. Okay, jetzt bin ich hier irgendwie hochgekommen, aber ich weiß nicht genau, wie man sonst hochkommt, also normal hochkommt quasi, weißt du? Fortschritte, okay, Dad? Sie sind vielleicht nur klein, aber in einer neuen Galaxie. Und nachdem ich... Ach, schon gut. Wovon redest du da, Kleiner? Hast du gerade mit einem Sender gesprochen, Ryder? Der kann dir nämlich nicht antworten. Ich glaube, vielleicht geht's hier hoch, aber das ist ja auch irgendwie... Ich weiß echt nicht, wie man hier normalerweise hochkommen würde, außer eben durch den Weg, den ich gerade... Also wenn man sich hier irgendwie hoch... schleicht quasi. Das verstehe ich nicht so ganz, wie man da sonst so hochkommen sollte. Da vorne ist Tech. Vermutlich von dem Cat. Sind das Bruchstücke von irgendetwas Größerem? Ich kann nicht darauf zugreifen. Dieses Rätsel werden wir wohl niemals lösen. Noch mehr merkwürdige Tech, die einfach nur merkwürdig ist. Das? Wir müssen da hoch. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hochkommen, aber wir müssen da hoch. Pathfinder, die Geißel hat diese Reliktstätte erreicht. Feindliche Aktivität präsent. Sie sind da vorne. Ach, den Seins müssen wir Hammer aufstellen. Ich glaube, wir haben auch schon die Verantwortlichen für die seismischen Aktivitäten gefunden. Die Cat versuchen irgendwas mit den Relikten zu machen, aber haben eigentlich keine Ahnung, was sie machen. Steuerfläche eines kleinen Catschiffs. Eine Munitionskiste. Ein abgebranntes Catschiff. Sieht noch irgendwie scannbar aus, ne?
Okay, ich löse den ersten Hammer aus. Alle irgendwo festhalten. Relikte von unten! Von unten? Von wegen? Falsche Waffe. Geh doch in Deckung! Wieso geht's denn nicht in Deckung? Oh, dieses Deckungssystem. Das machen wir nochmal. Ziemlich großes Beben für ein paar Relikte. Platzieren wir den nächsten Hammer. Das war ja was. Da ist immer noch einer am Leben. Alter, Alter, Alter! Ich überschätze mich immer. Ich überschätze immer, wie viel ich selber abziehe und wie viel ich aushalte. Ich wette, der hat wieder an irgendeinem dämlichen Punkt gespeichert. Der Ladezeit nachzuschätzen? Ja. Ich wünschte wirklich, die Performance wäre im Kampf besser. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich wünschte wirklich, die Performance wäre im Kampf besser. Und ganz ehrlich, das macht es nicht leichter. So, ich würde mal sagen, wir kümmern uns erst um die Cat und dann stellen wir den Hammer auf. Das macht mehr Sinn. Das waren schon alle. Wieso hat denn das beim letzten Mal so lange gedauert? Okay, ich löse den ersten Hammer aus. Alle irgendwo festhalten. Relikte von unten! Das hält einen auf Trab. Ziemlich großes Beben für ein paar Relikte. Platzieren wir den nächsten Hammer. Wieder so Dinge, die nur auftauchen, wenn man im Scanner ist. Das ist... Komisch. Überreste. Und zurück zum Nomad. So, das war Hammer Nummer 1. Kann ich da noch Munition aufstocken? Oder ist die Kiste so weit im Boden, dass man da nicht drauf zugreifen kann? Ah, doch, geht. Okay. Andere Städte untersuchen, genau, das müssen wir noch machen. Hier den Empfänger aufstellen und Sender platzieren. Aufstellen. Wahrscheinlich von da aus da hochfahren, oder? Ja, wahrscheinlich. Oh,
und wieder interessieren sich Tiere für unsere verschwundenen Kisten. Genau wie zuvor. Die hätten wir. Haben sie hier auch alles weggefressen, wie an den anderen Orten? Scheinbar. Sam, laut Scan wurden die Lieferungen so terminiert, dass zu der entsprechenden Zeit niemand hier war. Die Lieferdaten wurden vorsätzlich manipuliert. Möglicherweise, um Konfrontationen während des Diebstahls zu vermeiden. Diebe mit Herzen aus Gold? Für organische Analysen sind mehr Daten erforderlich, Pathfinder. Alter! Was ist das denn? Das sind alles Kettgebäude. Was machen die denn? Da unten ist ein Außenposten. Das heißt, wir können da runter. Aber ich nehme nicht an, dass wir da runter können, oder? Warte mal. Da sind sogar Fahrzeuge, das heißt, wir können da runter. Das ist echt groß. Das Level ist größer, als ich dachte. Das ist noch ein interessanter Ort, aber da ist ja nichts drin. Mineralien scannen, den zweiten seismischen Hammer platzieren. Ja, warum nicht, komm. Das ist schon wieder eine Cat-Basis. Da vorne, das sieht wie ein Konstrukt der Cat aus. In dem Lager dort vorne halten sich Cat-Lebensformen auf, Pathfinder. Sägezahnplateau. Es erinnert an den Kiefer eines Drachen. Ich frage mich, was alle diese Teile der Reliktech früher waren. Undokumentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. Hast du gerade einen Dialog unterbrochen? Martin! Plus 5. Immerhin. Ein bisschen was. Wir haben aber noch viel zu sammeln. Bis zu 60. Ach, da. Element Zero Probe. 6 von 16 Millimalen Proben haben wir schon gescannt. Und dann ist da der zweite seismische Hammer. Was ist das? Sieht auch wieder anders aus als alle anderen bisher. So ein bisschen zumindest. Unmengen von Munition. Aber hier ist nichts, das man irgendwie machen könnte. Das sind immer diese zufälligen... Diese ganzen Reliktsachen und sowas zerstreut hier, aber... Man kann nichts damit machen. Das ist immer so komisch. Diese ganzen Kettlager und Reliktstätten und sowas sehen immer relativ interessant aus. Und dann geht man hin, weil das Spiel ja auch darauf aufmerksam macht, aber dann ist da nichts. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten.
In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Da kommen Sie! Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Mal ein bisschen Ressourcen scannen, auch wenn hier kein Platin ist. Leider. Wieder so ein komischer Bodenstoffer von den Kett. Wir wissen auch nicht, was das sein soll. Aber ich nehme an, die graben sich damit irgendwie in den Boden. Pathfinder. Gesellschaft. Die meinen's anscheinend ernst. Was? Hallo? Initiative. Was macht ihr denn hier? Ein Pathfinder, ha? Da muss ich ja nicht fragen, ob Freund oder Feind. Ich wusste nicht, dass jemand von der Nexus hier draußen sein würde. Sind wir auch nicht. Wir kommen von der souveränen Nation Advent ein paar hundert Klicks in dieser Richtung. Was? Unsere Nation. Ohne Einmischung der Nexus. Die was? Wir sind nicht nach Andromeda gekommen, um Direktor Tans Regime zu unterstützen. Wir in Advent sind freie Bürger. Okay. Bürger von sehr wenig, ehrlich gesagt, aber ist ja egal. Ich habe kein Problem mit Ihnen oder Advent. Ich erfülle hier eine Mission. Ich habe kein Problem mit Pathfindern. Wir haben sehr ähnliche Aufgaben. Unser Wasserspiegel ist kürzlich gesunken, als würden die unterirdischen Flüsse austrocknen. Wir sind dem Problem bis hierher nachgegangen. Es gab seismische Aktivitäten. Wir nutzen sie und einen Überwachungshammer, um die Flüsse anzuzapfen. Oh, Scheiße. Advent braucht diesen Wasservorrat, um unabhängig zu bleiben. Wie wär's mit einem Deal? Unsere Suche hat ein Erdgasdepot in der Nähe entdeckt. Zapfen Sie es an, bauen wir das Gas ab und handeln mit Ihrem Außenposten. So profitieren alle. Die Umwelt aber nicht. Wobei, was ist an Erdgas denn so schlimm? Der Erdgasabbau würde die Atmosphäre von Eos schädigen. Dabei erholt sie sich gerade wieder. Wann? In ein paar hundert Jahren? Wir brauchen das Wasser jetzt und die Initiative braucht Handel. Ich kann gegen Ihre Waffen nichts tun. Aber bedenken Sie, dass flussabwärts viele Bürger leben. Ah ja. Gut, Begegnung mit Relikten. Haben Sie bei sich zu Hause Probleme mit Relikten? Relikte? Diese Roboterdinger? Wir sehen hin und wieder ein paar kleine. Wenn sie hier auch sind, vielleicht gibt es sie dann auf dem ganzen Planeten. Ja, Schrott, davon gehe ich aus. Was für ein Problem haben Sie mit der Nexus? Ich bin nicht 2 Millionen Lichtjahre gereist, um für jemand anderen Gräben auszuheben. Die Nexus will, dass Leute auf eine Erlaubnis warten, bevor sie ihr neues Leben anfangen können. Viele von uns warten nicht mehr. Sie gehören zu einer unabhängigen Nation. Wie ist das so? Advent, es ist klein, aber es wächst. Und das ganz ohne die Unterstützung der Nexus. Unsere Hauptstadt Aurora liegt in einem hübschen Höhlensystem. Ohne diese Stürme ist es ziemlich gemütlich dort. Ich hoffe, dass Ihre Nation friedliche Absichten verfolgt. Hey, wir sind Kolonisten und Pioniere, keine dreckigen Räuber. Respektieren Sie unsere Grenzen, dann gibt es auch kein Problem.
Ah ja. Ich gehe jetzt. Viel Glück da draußen. Den zweiten Hammer platzieren, um nach Wasser zu bohren. Den zweiten Hammer platzieren, um nach Erdgas zu bohren. Ja, das ist jetzt das Problem. Wir könnten weiter nach Wasser bohren. Dabei würden wir allerdings der blöden Nation schaden. Das ist... Oder nach Erdgas bohren. Wieso brauchen wir denn den Handel, bitte? Das verstehe ich nicht ganz. Wieso brauchen wir denn bitte den Handel? Nach Erdgas bohren oder nach Wasser bohren? Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ey, komm, ich kann nicht. Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ich kann nicht die Atmosphäre schädigen, wenn ich gerade dabei bin, die Atmosphäre wieder festzumachen. Na, das geht nicht. Ah, jetzt weiß ich auch, wozu diese ganzen Munitionskisten sind. Wir sollen hier bohren und dann kommen wahrscheinlich wieder Relikte. Ja, toll. Immer dasselbe. Für die Umwelt! Die Fließbewegung hat sich verschoben. Aber wir können die unterirdischen Flüsse von hier aus anzapfen. Keine Sorge wegen der anderen Typen. Die finden schon Wasser. Das Erdgasdepot ist bei der anderen Position. Das wäre eine Hilfe für Advent. Aber wir können nicht beides machen. Ich gehe mal ganz kurz zur anderen Position, ob sie dann auch was zu sagen haben. Das wäre da. Das ist die Position, die der Advent-Speer uns gegeben hat. Erdgas direkt unter unseren Füßen. Keine Sorge wegen der Umwelt. Irgendwer kann hier immer leben. Wir könnten auch zu der anderen Position gehen und Wasser für Prodromos abzapfen. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung ist ganz einfach. Die könnten sie auch mit uns verbunden. Die müssen nicht unabhängig bleiben. Die Unabhängigkeit ist ihre eigene Entscheidung. Und wenn sie Wasser haben wollen, dann müssen sie was anderes dafür finden, womit sie handeln können. Sollen sie doch Erdgas abbauen, wenn sie das unbedingt machen wollen. Unser Gott. Ja, Drag, das bist du. Also dann, zweiter Hammer, es geht los. Stärke sämtliche Schilde. Relikte. Und Cat. Keiner braucht Hilfe! Dieses Beben kommt weder von den Hämmern noch von den Relikten. Was ist das? Ich sag immer noch, dass das ein Relikt-Architekt ist oder sowas. Der unterirdische Wasserstrom wurde verschoben, allerdings nicht ausreichend. Finde eine neue Hammerposition, Sam. Danach dürfte es erledigt sein. So, wo müssen wir jetzt hin? Ach, da oben. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Komm. So. Und den Überwachungshammer aktivieren. Letzter Hammer. Damit müsste der Job getan sein. Alle bereit? Ups.
Zähne. Ups. Ich kann ja einfach hier reingehen, ne? Das ist ja kein Problem. Alter, willst du mich verarschen? Schwachstelle. Wie kommst du denn darauf? Also jetzt mal ehrlich, das wüsste ich gerne wissen. Was? Ja, wundete mich halt. Toll. Alter. Komm, einfach mal so ein Riesenviech. Ja gut, ich meine, so einen Architekten kennen wir ja schon. Ändert wieder ein Indiz, dass die Spieler, dass die Entwickler nicht damit gerechnet haben, dass man Dinge außerhalb von einer bestimmten Reihenfolge macht. Jetzt wird er vorgestellt, ne? Also dann, zweiter Hammer, es geht los. Was? Den hatte ich doch schon Relikte. Platziert. Den hatte ich doch schon platziert. Dieses Beben kommt weder von den Hämmern noch von den Relikten. Was ist das? Pathfinder, der unterirdische Wasserstrom wurde verschoben, allerdings nicht ausreichend. Finde eine neue Hammerposition, Sam. Danach dürfte es erledigt sein. Verwirrend. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Kann ich die Ausrüstung kurz noch ändern? Weil ich hatte neue Beine aufgesammelt. Nee, nicht arme Beine. Plus 5% Begegnungserfahrungspunkte. Wohl. Ja, eigentlich ist das nützlicher als die als das andere. Das andere ist ja nur Tech. So, Sturmgewehr, schwerer Schaft 4. So, mal ganz kurz speichern. Wir wollen ja nicht wieder hochlaufen müssen. Letzter Hammer. Damit müsste der Job getan sein. Alle bereit? Jetzt kommen wir die tolle Katze hin. Kann ich die überspringen? Jo, Zähne. Schieben Sie sich die Beine vor. Zielen Sie auf den Kopf. Was, auf den Kopf? Verwundet!
Alter, wie soll ich den denn besiegen? Ich mach doch kaum Schaden. Was ist denn das? Ich raff das nicht. Wie soll ich den denn besiegen? Meine Teamkameraden sind auch schon wieder am Boden. Ist ja auch ganz toll. Ich hab zwei Nahkämpfer dabei. Ich glaube, ich muss Drake austauschen. Also Ausstattung. Trupp. Energiepanzer, Betäubungsschuss, Turbolader. Invasion, ziehen, Schockwelle. Splittergranate, Chaosangriff, Überlastung. Energiepanzer, das ist eine Haftgranate, Energieentzug, Räche. Vetra ist, glaube ich, die beste Wahl. So, nochmal ganz kurz speichern. Weil Vetra hat ein Sturmgewehr. Letzter Hammer. Damit müsste der Job getan sein. Alle bereit? Das ist ein Architekt. Woher weißt du das? Attackieren Sie die Beine! Ist da irgendwo ein Schwachpunkt? Alter! Gerade eben bin ich doch ganz gut ausgewichen bei dem Scheißding. Ich glaube, ich muss weiter weg. Ich glaube, ich muss echt weiter weg bei dem Kackteil. Meine Güte, das ist doch scheiße. Ich mache kaum Schaden und ich habe auch keine wirkliche Übersicht, was das eigentlich ist. Also, wo ich da hinschießen muss. Also, klar, in den Kopf, aber wo genau, weißt du? Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Letzter Hammer. Damit müsste der Job getan sein. Alle bereit? So. Kann ich ein bisschen weiter weggehen? Vergessen Sie die Panzerung. Ziehen Sie auf die Beine. Na, so viel dazu. Ziehen Sie auf den Kopf! Hallo? Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ach Mann, ey! Das gibt's doch wohl nicht. Wohin konnte ich noch ganz gut ausweichen mit ihm, weil der immer mir vorbeigeschossen hat, während ich seitwärts gelaufen bin und jetzt geht das nicht mehr. Ah, ist das mies. Letzter Hammer. Damit müsste der Job getan sein. Alle bereit? So. Jetzt machen wir es mal mit Brandmunition. Der ist ja riesig! Geben Sie sich die Beine vor! Kopf!
etwas tut. Ich raff das nicht. Gerade eben konnte ich es immer wieder abschießen und jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich wegen der Brandmunition, oder? Das ist doch scheiße. Immer ungefähr bei der Hälfte von dem Kopf. Da verrecke ich dann auf einmal. Es funktioniert die ganze Zeit relativ gut und dann bei der Hälfte vom Kopf ist auch überhaupt nicht genug Deckung. Das ist irgendwie zu nah an dem Ding dann. Ich meine, bei der Größe musst du doch eigentlich letzter schon weiter wegkämpfen, Hammer. Oder? Damit müsste der Job getan sein. Das ist doch Wahnsinn. Alle bereit? Das ist doch Wahnsinn, so nah an so einem riesen Viech zu stehen. Wir kriegen's mit einem Architekten zu tun. Ziehen Sie auf die Beine! Wo ist sie denn? Da. Gut, direkt neben der Deckung. Wo ist sie denn jetzt wieder? Jetzt hat sie sich wieder bewegt. Er vervielfacht sich! Er macht was? Ach so, er holt Verstärkung. Ich hab keine Ahnung. Ach, da! Schieben Sie sich die Beine vor! Okay, jetzt Brandmunition. Nein, Entdeckung! Oh Mann, ey! Da springt der wieder an der Deckung vorbei. Ich drücke immer ausweichen zur Deckung hin, damit der in Deckung geht. Und er schlittert immer an der Deckung vorbei. Immer so haarscharf, das ist so doof. Ich hab's von Anfang an gesagt. So ein blödes adaptives Deckungssystem passt einfach nicht zu Mass Effect. Es passt einfach nicht. Alter! Letzter Hammer! Damit ging eigentlich ganz gut jetzt. Bis zu diesem einen Moment. Es ist immer, bis zu diesem einen Moment ist es ganz gut. Der ist ja riesig! Von hier hinten ist es doch total beschissene Deckung. Jetzt sieht ja mein Kopf noch. Schieben Sie sich die Beine vor! Thank you.
Richtig in Deckung, meine Güte. Scheiße! Jetzt bleibt da sogar so ein Elektrizitätsding auf dem Boden? Da hat man doch gar keinen Überblick. Der Blickwinkel, das Sichtfeld von dem Spiel ist doch so winzig, dass du überhaupt nicht weißt, was eigentlich auf dem Schlachtfeld los ist. Und ich kann ja auch nicht pausieren und mich währenddessen umsehen. Das ging ja früher auch noch. Aber das geht ja jetzt gar nicht mehr. Also es ging ja in der Originaltrilogie, da konnte man ja das Waffenmenü aufmachen und sich mit dem rechten Stick noch währenddessen umsehen. Da war Taktik viel größer geschrieben als hier. Letzter Hammer. Das Spiel priorisiert, das ist so dämlich, das Spiel priorisiert Taktik viel mehr als die Trilogie davor. Ah, verdammt! Aber das Kampfsystem selber ist voll auf Action ausgelegt. Attackieren Sie die Beine! Das liegt doch einfach daran, dass ich auf Insane spiele. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ja, nicht, wo ich gerade bin, ne? Und wo ich hin soll, weiß ich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich müsste mich umgucken können im Pause-Modus. Nicht klettern! Er geht dahinter auch nicht richtig in Deckung, ne? Das ist so... Es ist so affig. Beide down, das ist ja super. Es wird also am Boden angezeigt, wo er hinschießt. Es wird am Boden angezeigt, wo er hinschießt. Aber ich kann es nicht sehen, weil ich mich nicht umsehen kann. Weil ich muss ja... Oh, ist das scheiße, geh doch einfach in Deckung. Richtig in Deckung und nicht so halb. Mit dem Kopf aus der Deckung raus. Alter. Kann man nur so eine Scheiße entwickeln. Hier immer total dumm in Deckung. Das ist. Ja, ich bin gerade frustriert. Schau dir nach!
Willst du mich eigentlich verarschen? Ziehen Sie auf die Beine! Okay, eine Leitung ist zerstört. Das hat er definitiv. Jetzt? Was? Ich verstärke ihre Schilde. Dem Architekten. Bevor er entkommt! Was? Im Nomad oder wie? Boah, schnell, bevor er entkommt. Der Kopf! Schießen Sie auf den Kopf! Ich mach ja schon! Jetzt wieder? Er hat sich ein paar Freunde erschaffen. Natürlich. Ich spamme einfach Granaten rein, bis sie weg sind. Attackieren Sie die Beine! Jetzt wieder wegfliegst. Fliegt er wieder zum nächsten, oder wie? Er haut ab! Wohin denn? Ach so. Fliegt er wieder zurück, oder was? Kann ich überhaupt zu Fuß hinterher? Sieht so aus, ne? Was? Hier? So viel zum Abhauen, ne? Attackieren Sie die Beine! Alter! Wenn ich jetzt sterbe, darf ich alles nochmal machen, ne? Toll.
neue Munition oder sowas. Ach, da ist Munition. Gut. Zielen Sie auf den Kopf. Ja, zielen Sie auf den Kopf. Schön, dass die wissen, was zu tun ist, ne? Kann ich eigentlich... Ja, macht uns hier. Ja, okay. Jetzt wieder weg oder was ist los? Reliktverstärkung! Natürlich. Das ist ziemlich besonders schwer. Aber irgendwas macht mir immer extrem viel Schaden bei dem. Ich nehme an, das ist Wetchner oder sowas. Ich hab fast selbst in die Luft gejagt. Immer den Befehl geben, einen bestimmten Gegner zu greifen, das hat sie das irgendwie nicht. Die Beine sind die Schwachstellen! Bein kaputt! Hat er, ich brauch Munition! Das ist eigentlich rechtermaßen, aber. Das ist nicht gut, ich bin außerhalb von Deckung, hab keine... Lade nach! Nein! Ach komm! Das ist doch jetzt ein Witz! Wehe, ich darf jetzt alles nochmal machen. Ich hab den fast... Das ist doch ein Witz! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was hat mich denn jetzt... Irgendeine Granate, die irgendwie blöd... Nee. Nee. Fick dich, ey. Fickt euch, BioWare, ganz ehrlich.
dass sie keine Checkpoints machen. Ne, das kann der Spieler ja schon so machen, ne? Während dem Kampf speichern ist ja blöd, weil wenn er neu lädt, dann spawnen die Gegner alle neu. Ey, fickt euch doch so hart ins Knie. Es ist doch so ein Witz, das kann doch wohl nicht deren Ernst sein jetzt. So kurz vorm Sieg und ich darf alles nochmal machen, alle drei Phasen nochmal. Ey, ich stell gleich wirklich einen Schwierigkeitsgrad runter, das ist so ein Scheiß. Ich weiß, dass ich es so bereuen werde, den Schwierigkeitsgrad runterzustellen. Deswegen mache ich es nicht, aber es ist so ein Scheiß. Das Spiel ist so absolut nicht auf Insane ausgelegt. Das Spiel ist absolut nicht darauf ausgelegt, dass man sich nicht bewegen kann. Das sieht man überall, dass das Spiel absolut nicht darauf ausgelegt ist, dass man immer in Deckung bleiben muss. Auf Insane musst du immer in Deckung bleiben, sobald du rausguckst, bist du eigentlich schon tot. Es ist so ein Scheiß, ey. Es ist so ein Dreck. Wie viele Brandmunition habe ich eigentlich? 3. Wieso habe ich eigentlich nur 3? Ich habe doch 50.000 davon in meinem Ding drin. So ein Scheiß, ey. Wer hat sich das ausgedacht, ey? Acht Schildkondensatoren, ne? Aber 3 Brandmunition. Alles nochmal.